Spannendes Konzept, nachdem ich schon mehrfach gefragt worden bin, ist das Thema User Controls. Und in diesem Video ist nur ganz kurz gezeigt, wie baut man so ein User Control, in diesem Fall diese Eingabe mit hier Titel eingeben und hier eine Maximalbegrenzung. Also das ist sozusagen ein eigenes User Control, wird hier verwendet. Wie macht man das? Wie funktioniert denn das? Also wenn es interessiert, dranbleiben. Diesmal kurz gezeigt, weil es öfter in den Fragen kam, wie funktionieren eigentlich User Controls? Also dazu mal ein neues Projekt gemacht, das ist noch sehr blank sozusagen. Ich schaue mal, ob das mit den Zoom funktioniert und ich sage rechte Maustaste auf das Projekt Add User Control. Öffnet sich ein netter Dialog und wir wollen ein User Control machen, in welchem wir, ja, was können wir machen, wo wir ein Textfeld haben mit einer maximalen Zeichenanzahl oder so in der Art. Also ein Limited Input User Control, also Limited Max Length Text Box User Control. So. Gut, was er jetzt macht, ist, er baut uns hier ein User Control, das erbt. Das ist eben die Klasse, diese Max Length User Control und im Gegensatz zum Window haben wir hier als Root im XAML, als Hauptelement im XAML sozusagen das User Control. Und hier können wir wieder unser nettes Layout machen, wie wir das gerne hätten. Gut, ich baue mal eine Kleinigkeit zusammen. Zwei Zeilen. Einmal mit Auto, einmal mit Stern, gibt schon ein Video dazu, was denn der Unterschied zwischen den beiden ist. Wir machen auch nicht nur zwei Zeilen, wir machen auch zwei Spalten. Grid Column Definitions. Eine Column Definition mit With Stern und eine Column Definition mit With Auto. Also umgedrehte Reihenfolge. So, jetzt haben wir das Grid definiert. Wir machen mal ein Label Content. Hier wollen wir ja, Label angeben. Dann machen wir ein Label, das geben wir aber in die Grid Column 1 hin. Und in diesem Label machen wir ein Stack Panel. Und was machen wir hier noch? In diesem Stack Panel, das machen wir mal zu. In diesem, also ist schon zu. In diesem Stack Panel geben wir ein paar Textblöcke rein. Schrägstrich und hier machen wir einen Textblock. So, soweit, so gut. Darunter brauchen wir jetzt noch eine Textbox. Die bekommt dann eine entsprechende Max-Length. Und Grid-Row wird 1, Grid über die ganze Column-Span 2, also über zwei Spalten gestreckt. So, und dann haben wir so ungefähr mal ein User-Control da. Gut, das Ganze kann etwas kleiner werden. In Design Height brauchen wir nicht 450, es reicht uns wahrscheinlich so ungefähr 50. Also, das soll unser User Control, ups, das soll unser User Control werden, um ein Label. Und hier soll stehen Eingabe 5 von oder 10 von 30 möglichen Zeichen zum Beispiel. So, dieses User Control hier bekommt natürlich jetzt hier im Code Behind ein paar Eigenschaften dazu. Nämlich, wenn wir eben die maximale Länge und einen Titel und so wollen, dann brauchen wir das hier. Also Public String Title oder Caption. GetZ. Wir brauchen einen Public Int Max Length. Das ist die maximale Länge, die wir geben wollen. So, diese Caption. Diese wollen wir jetzt binden.
Ja, klassisches Data Binding, hier wo das Label ist, machen wir unser Binding mit der Caption. So, hier hinten haben wir Text ist gleich Binding mit Max Length. Also hier soll die maximale Größe stehen und vorne eben die Länge, die wir konkret haben. So, die Länge, die wir konkret haben, ist natürlich der Wert aus dem Textfeld. Und der Wert aus dem Textfeld, den wollen wir natürlich, oder die Länge wollen wir hier anzeigen. Also Text ist gleich, machen hier ein Binding und in diesem Fall nicht auf ein Element im ViewModel, sondern auf ein entsprechendes Element. Dazu braucht dieses Element einen Namen, name ist gleich txt input. Und wir binden das auf txt input und zwar auf die Eigenschaft text length. Also die Eigenschaft text und auf, von der Eigenschaft text die Länge. Also die binden wir her. So, können wir hier ein paar Kurzdinger machen. Kurztext. Ja. Prima. Was könnten wir noch brauchen? Den Data-Kontext setzen wir mal auf das. Dann wollen wir das User-Control jetzt noch verwenden. Wir haben hier das User-Control. Hier ist ja die Klasse in User-Controls und so heißt das. Das brauchen wir natürlich hier als Namespace eingebunden. Den Namespace, den haben wir bereits schon im Lokal. Also können wir die Max Length Textbox User-Control hier einfach verwenden. Und wir können hier noch sagen, okay, ich setze die Caption auf Hallo oder keine Ahnung, Titel eingeben. Und die Max Length setze ich auf 50. Die Height auch auf 50 von mir aus. So, dann sollten wir eigentlich das entsprechend sehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.